Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play History mit mir, dem Jan. Und ich begrüße euch zur Fortsetzung dieses Preview Let's Plays von Through the Darkest of Times, das am 30. Januar erscheinen wird. Also Preview-Version noch nicht finalisiert. Hier kann sich noch das ein oder andere ändern. Wir haben ein paar kleine Tippfehler gefunden, das ist aber nicht weiter schlimm. Es hält sich auch sehr, sehr in Grenzen. Ansonsten läuft das Spiel bisher sehr stabil. Überhaupt keinen Absturz gehabt, keinen Bug oder dergleichen bisher beobachten können. Wir haben unsere Aktionen geplant, und zwar Spenden sammeln und Papier kaufen. Und ja, wir werden die Runde beenden. Mal schauen, ob die denn erfolgreich ausgeführt werden können. Wir haben noch 22 Unterstützer, die 7 Mark gespendet haben. Und Werner möchte Papier kaufen. Jawohl. Und das klappt auch. Die beiden konnten zusammen 5 Stapel Papier kaufen. Sehr, sehr gut. Sie hatten auch das Fahrrad dabei. Sie wurden nicht erwischt und nicht beobachtet. So, und Kurt. 22 Mark bei den Arbeitern gesammelt. Das ist doch auch ganz gut. Allerdings haben wir 11 Moralpunkte verloren. Das wiederum ist ein bisschen schade. Müssen wir gleich mal schauen, wie der Stand denn gerade ist. So, die Zeitungen berichten. Tag von Potsdam. Die Eröffnungsfeier des neuen Reichstages fand in der Potsdamer Garnisonskirche statt und wurde vollständig im Radio übertragen. Die Feierlichkeiten wurden in Anwesenheit von Reichskanzler Hitler und Reichspräsident Hindenburg durchgeführt. Handelskrieg mit der Tschechoslowakei. Zwischen der Tschechoslowakei und Deutschland herrscht ein Handelskrieg. Berlin stellt den Zahlungs- und Reiseverkehr zwischen beiden Nationen ein. Arbeitslager eröffnet. Die Nazis eröffnen in Dachau ein Lager zur Umerziehung politischer Gegner. Sie nennen es ein Konzentrationslager. Ja, Dachau, das Vorzeigelager der Nationalsozialisten, das auch zu propagandistischen Zwecken benutzt wurde, um quasi die deutsche Öffentlichkeit, aber auch vor allem die Öffentlichkeit im Ausland darüber zu täuschen, was denn diese Konzentrationslager sind bzw. werden sollten. Da hat das Propagandaministerium mit geschönten und gefälschten Fotos gearbeitet. Dachau war tatsächlich ein sogenanntes Umerziehungs- bzw. Arbeitslager, kein industrielles Vernichtungslager wie Auschwitz-Birkenau beispielsweise. Das heißt, ja, es gab halt einfach nicht diese massive Vernichtung von Menschenleben hier. Trotzdem ist es das Konzentrationslager, in dem die meisten politischen Gegner erschossen wurden. Und zwar über 40.000. 22. März 1933. Marion Meyer fängt mich vor dem Treffen ab. Wenn mir vor ein paar Monaten jemand erzählt hätte, dass ich mal jemand ausspionieren würde, ich hätte es nicht geglaubt. Wovon sprichst du, frage ich Marion. Von meiner Stelle im Hause des Nazi-Offiziers natürlich. Wie läuft's denn? Marions Stimme wird lauter. Es sieht so aus, als würde es sich auszahlen. Ich habe eine Spur. Es wird langsam ein bisschen brenzlig, aber wenn mein Plan aufgeht, kann ich eine Menge interessanter Unterlagen auf einmal mitgehen lassen. Das klingt gefährlich. Natürlich klingt das gefährlich, aber wir ermuntern sie mal zum Weitermachen, weil wir, wie gesagt, die Bevölkerung aufklären wollen über die Machenschaften. Großartig, sage ich. Bleib dran. Ende der Szene. Moral steigt leicht an. Wir haben noch 44 Moral. Ja, das ist okay, denke ich. Und, Monika und Marion haben Aufmerksamkeit generiert. Warum das denn? Wo kommt denn das jetzt her? Das ist mir nicht ganz klar. Die waren doch hier mit den anderen beiden jeweils unterwegs und die haben keine. Kommt das dadurch, dass die da jetzt den bespitzelt? Das könnte ja sein.
Ja, dann werden wir die beide mal ins Versteck bringen. Die Gerüchte über diese Arbeitslager sind erschütternd. Das ist illegal, meint Monika. Eine ist gesehen worden. Okay, dann hatte ich das überlesen. Danke für den Hinweis, Dr. Tod. Die Gerüchte über, ja, sind erschütternd. Das ist wohl wahr. Das finden sie alle. Wir könnten jetzt hier unten nochmal mit den Arbeitern sprechen, oder was heißt nochmal? Das erste Mal. Ich bin auch sehr gespannt, was passiert, wenn diese Zeit hier abgelaufen ist. Was wird dann passieren? Müssen wir uns dann auf andere Stadtteile vielleicht konzentrieren? Könnte sein. Und hier das Risiko ist etwas gesunken mit den Parolen. Was, wenn wir das Fahrrad mitnehmen und Stärke und Propaganda? Das könnte der. Ja, er ist Aktivist. Er ist Aktivist, ne? Das unterstützt das. Ist aber trotzdem für meinen Geschmack immer noch sehr riskant. Können wir nochmal versuchen, Flugblätter zu schreiben und die dann hier unten zu verteilen. Das wäre wahrscheinlich der bessere Ansatz. Propaganda und Bildung, ja, das wäre ja wieder was für ihn. Dann geben wir ihm dieses Mal das Fahrrad mit, auch wenn es keinen so super großen Effekt hat. Was wäre, wenn Werner ihn begleitet? 2 bis 4. Moral plus 2. Akademiker ist hilfreich, ja. Machen wir das mal so. Wir haben dann noch 30 Mark. Das ist eigentlich auch okay. Sie wissen wahrscheinlich, dass ich nicht Ihr größter Unterstützer bin. Und wie ging es weiter, Marion? Na gut, wir beenden mal die Runde. Okay, wir haben einen Unterstützer verloren. Die Verbleibenden haben uns noch 6 Mark gespendet. Gucken wir mal, ob das dieses Mal geklappt hat mit dem Schreiben der Flugblätter. Ja, Kurt und Werner produzieren die ganze Nacht Flugblätter. Das ist eine harte körperliche Arbeit und obwohl sie ihr Bestes geben, produzieren sie nur eine geringe Menge, nämlich 3 Stapel. Also das möchte ich meinen, ist schon relativ viel, wenn man da vor so einer alten Schreibmaschine sitzt und die ganze Nacht da reinhämmern muss. Puh. Weiß man natürlich nicht, wie groß die Stapel sind, aber ein Stapel, das ist doch schon einiges. So, Monika hat sich versteckt, sehr gut. Die Moral steigt dadurch auch wieder. Sehr schön. Ermächtigungsgesetz beschlossen. Der neue Reichstag verabschiedet gegen die Stimmen der Sozialdemokraten das Ermächtigungsgesetz. Jetzt kann Reichskanzler Adolf Hitler Gesetze ohne den Reichstag beschließen. Und Hitler verkündet, die Juden sind hier sicher. Er weist alle Vorwürfe in ausländischen Zeitungen zurück. In Deutschland bestehe keinerlei Gefahr. Goebbels will den Rundfunk aufräumen. Goebbels kündigt eine politische Säuberung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der Medien an. Ab dem 1. April sendet das Deutsche Radio täglich von 19 bis 20 Uhr eine Stunde der Nation unter der Leitung seines Ministeriums. Ja, nachdem sie jetzt schon die Zeitungen verboten haben, tun sie das Gleiche jetzt mit dem Radio und schalten auch das Radio gleich. 29. März 1933. Marion Meyer erzählt mir, dass sie schwanger ist. Ich kann so nicht weitermachen. Ich habe Angst um das Baby, sagt sie. Ich will die Gruppe verlassen. Marion. Aber von dir wollen wir die Informationen haben, Marion. Du musst noch bleiben, Marion. Nur ein bisschen, bis du uns die Informationen beschafft hast. Ich verstehe deine Situation, aber ich bitte dich, bleib bei uns. Die Gruppe braucht dich. Wenn es gar nicht anders geht, sagt sie. Das sind schon schwere Abwägungen natürlich hier. Moralischer Art. Die aber natürlich auch den Kern dieses Spiels ausmachen.
So, wir haben jetzt genug Flugblätter geschrieben und wir könnten sie hier verteilen. Stärke ist hier gefragt. Da sind wir jetzt nicht so ganz so toll drin. Ja, Marion schlägt gleich vor, dass sie das tun könnte. Oh je, oh je, oh je. Sieht aber gar nicht gut aus. Stärke und Geheimhaltung sind wichtig. Sportler ruhig, leichtfertig. Aktivist würde helfen. Könnten wir Kurt mitschicken? Das würde uns ermöglichen, SA-Aktivitäten zu beobachten und ein Versteck einzurichten. Für Personen und Dinge, von denen die Polizei nichts wissen darf. Oh, das klingt interessant. Wie wäre es? Pass mal auf, wir nehmen das Fahrrad mit. Und wenn Monika auch noch mitgeht? 10 bis 17. Alter, die sind leider nicht so richtig gut geeignet dafür. Aber hoch. So wollte ich es machen. Monika schon eher, weil sie mehr Verschwiegenheit hat als Werner. Das ist eine ja, gefährliche Angelegenheit hier. Aber so ist das, wenn man Flugblätter verteilen will, ne? Wir riskieren das. Das sind schlechte Nachrichten. Mit diesem Gesetz kann Hitler alles durchsetzen, was er will, stellt Werner fest. Ja, du hast recht, Werner. Wie sieht es denn mit dem Inventar aus? 36 Mark. Ja, wir werden dann, denke ich, hier nochmal mit Arbeitern sprechen in Köpenick. Volker Wiegand, ein Arbeiter und Unterstützer der Gruppe, möchte uns einige seiner Kollegen vorstellen. Das können wir doch mit Werner machen. Der passt ja da wieder perfekt rein mit seiner Empathie und seinem sozialdemokratischen Hintergrund. Das weisen wir zu. Dann schauen wir mal, ob das klappt. Wir haben wieder einen Unterstützer verloren und 6 Mark gespendet bekommen. Mal gucken, ob das hier klappt mit den Flugblättern. Nachts hinterlässt Marion Meyer Flugblättern in Tempelhof. Panik. Sie hat Panik. Sie soll sich verstecken. Sie versteckt sich und bleibt ruhig. Die Panikattacke ist vorüber. Am nächsten Morgen finden Dutzende von Menschen die Flugblätter und lesen unsere Botschaft. Sie erfahren, dass es immer noch Leute gibt, die sich gegen das Regime aussprechen. Und Kurt denkt, er wurde gesehen. Wir haben 7 neue Unterstützer bekommen. Ja, leider sind die nicht so richtig gut gewesen, natürlich da. Das hätte man besser machen können. Aber es passt auch, finde ich, wieder vom Narrativ sehr schön zusammen, dass Marion dann auch noch eine Panikattacke dabei bekommen hat. Werner trifft sich in Köpenick mit einigen Kollegen und Arbeitern. Sehr schön. 7 neue Unterstützer. Er glaubt aber wieder, dass er dabei beobachtet wurde. Es ist Samstag und ich bin auf meinem Weg, Lebensmittel fürs Wochenende einzukaufen. Als ich auf den Laden zukomme, sehe ich schon von weitem, dass irgendetwas nicht stimmt. Vor dem Haus hat sich eine Menschenmenge versammelt, darunter einige Männer in der braunen Uniform der SA. Ich gehe näher an den Laden heran, um zu sehen, was da los ist. 3 Braunhemden stehen am Eingang und halten selbstgemachte Schilder hoch. Jemand hat einen Davidstern auf das und das Wort Jude auf das Schaufenster gepinselt. Die Farbe ist noch nicht trocken. Der Judenboykott. Wir schauen mal, was auf den Schildern steht. Was haben wir denn hier? Achtung Deutsche, die jüdischen Besitzer sind Schmarotzer am deutschen Volk. Der Eigentümer dieses Geschäfts heißt Nathan Schmidt. Deutsche, wehrt euch, kauft nicht bei Juden. Auf den Schildern steht: Deutsche, wehrt euch und kauft nicht bei Juden. Und Achtung Deutsche, die jüdischen Besitzer sind Schmarotzer am deutschen Volk. Die üblichen Nazi-Parolen. Eine Frau versucht, den Laden zu betreten, aber eines der Braunhemden schickt sie weg. Wir sprechen mit Passanten. Ich schaue mir die Leute an, die herumstehen und scheinbar warten, was als nächstes passiert. Wir sprechen mit der Mutter, die ein Kind an der Hand hält. Wissen Sie, was hier los ist, frage ich. Das Mädchen an der Hand ihrer Mutter sieht mich an und lächelt. Sie dürfte ungefähr 5 Jahre alt sein.
Nein, die Mutter schüttelt den Kopf und ich will es auch nicht wissen. Sie nimmt das Mädchen und geht davon. Tja. Ich frage mich, wen ich als nächstes ansprechen soll. Sprechen wir mal mit der älteren Frau. Was ist hier los, frage ich die ältere Frau. Diese Juden kriegen jetzt, was sie verdient haben, antwortet sie. Einer der Armener schaut mich an. Fragen Sie mal, wieso, frage ich. Das sind unsere Feinde, schreit die Frau. Die Juden sind unser Unglück. Wer, glauben Sie, bekommt denn das Geld, das Deutschland als Kriegsschuld zahlen muss? Genau, die Juden kriegen das... Alter. Die Juden kriegen das ganze Geld. Jetzt werden wir uns wehren. Jetzt werden wir es ihnen heimzahlen. Oh Mann, oh Mann. Ich habe genug gehört. Ich schaue mir die Leute an, die herumstehen und scheinbar warten, was als nächstes passiert. Wir sprechen nochmal mit dem Mann im Anzug. Können Sie mir sagen, worum es hier geht? Frage ich einen gut gekleideten Mann, der wohl nicht aus diesem Stadtteil kommt. Psst, sagt er, sieht mich wütend an. Ich frage nochmal. Diesmal flüstere ich und frage nochmal, was ist hier los? Warum blockieren die hier den Laden? Das passiert im Moment überall, sagt der Mann. Ich komme gerade aus der Friedrichstraße. Dort ist es genauso. Die stehen vor allen jüdischen Geschäften und auch vor Ärzten und Anwälten. Ich habe keine Ahnung, was sie vorhaben. Einige dieser Händler gibt es schon seit Jahrzehnten. Ich frage ihn, warum er hier ist. Was machen sie hier? Eigentlich, sagt der Mann, hatte ich mit Herrn Schmidt, dem Inhaber, einen Geschäftstermin. Aber es sieht nicht so aus, als ob ihm das heute passen würde. Also werde ich wohl gehen. Mit diesen Worten dreht er sich um und geht. Ich drehe mich um. Ich frage mich, wen ich als nächstes ansprechen soll. Ich gehe Richtung Laden. Die SA-Schläger fangen an zu grölen. Deutschland den Deutschen, raus mit den Juden. Betreten den Laden. Ich will den Laden betreten, aber eines der braunen Hemden versperrt mir den Weg. Wo wollen Sie denn hin? Schreit er mich an. Ich gehe natürlich einkaufen. Ich dachte, ich kaufe hier ein. Er hält sich wohl für witzig, wie? Sagt das braune Hemd. Seine Kameraden nähern sich. Wir ignorieren ihn mal. Ohne ihn anzusehen, gehe ich in den Laden. Es ist dunkel. Meine Augen brauchen einen Moment, um sich daran zu gewöhnen. Da ist jemand hinten im Laden. Hallo? Ist da jemand? Ich würde gerne etwas einkaufen. Hallo, sagt eine weibliche Stimme. Sind Sie sicher, was Sie hier tun? Ich glaube nicht, dass es den Männern draußen passen wird, wenn Sie hier etwas kaufen. Ist mir egal. Es ist mir egal, was denen passt. Ich brauche Lebensmittel und werde sie jetzt hier kaufen. Wie Sie wollen. Sie tritt an die Theke. Was hätten Sie gern? Ich gebe ihr meinen Zettel und sie packt alle Einkäufe in eine Tasche. Ich gebe ihr das Geld. Tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, was man ihnen antut, sage ich. Sie antwortet nicht. Ich verlasse den Laden mit meinen Einkäufen. Die braunen Hemden sehen mich hasserfüllt an, aber halten mich nicht auf. Ich trage meine Lebensmittel nach Hause. Dabei denke ich darüber nach, was ich gerade gesehen habe. Die Schilder, die Braunhemden, die Passanten und die armen Ladenbesitzer. Wo soll das alles hinführen? Zu Hause angekommen bin ich immer noch zittrig vor Angst. Die Zustände in diesem Land werden immer bedrohlicher. Wir müssen vorsichtig sein. Nathans Laden. Okay, das können wir irgendwie künftig nutzen. Ende der Szene. Ja. Moral ist etwas gesunken durch das Ereignis. Und wir haben einen Unterstützer verloren. Boykott der jüdischen Geschäfte. Die Nazis rufen zum Boykott aller jüdischen Geschäfte in ganz Deutschland auf. Himmler wird befördert. Wurde zum Polizeipräsidenten von Bayern ernannt. 10.000 Preußen verhaftet. Seit Februar haben preußische Polizei und SA mehr als 10.000 Menschen verhaftet und in Schutzhaft genommen. In regulären Gefängnissen gibt es nicht genug Platz. Viele werden in provisorischen Lagern gefangen gehalten. Tja,
Jetzt geht's richtig los. 5. April 33. Marion Meyer spricht mich vor dem Treffen an. Wir müssen aufpassen. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass unter unseren Unterstützern ein Spitzel ist. Was machen wir jetzt? Aha. Ein Spitzel soll hier sein. Die Gruppe warnen. Den Verräter konfrontieren. Könnte das dafür sorgen, dass er uns alle in Gefahr bringt. Also noch stärker in Gefahr bringt. Die Gruppe warnen, aber den nichts tun. Schwer zu sagen. Ich denke, wir werden die Gruppe warnen. Wir müssen vorsichtig sein, sage ich zu Marion. Wir müssen unsere Unterstützer und den Rest der Gruppe warnen und versuchen, den Verräter zu isolieren, ohne dass sie es merkt. Ende der Szene. Wer ist denn damit gemeint? Wissen wir nicht genau. Ja, und die beiden wurden gesehen, offenbar. Hohes Risiko hier. Hier hinten könnten wir SA-Aktivitäten beobachten mit geringem Risiko. Und wir können Nathans Laden jetzt besuchen. Das möchte ich mir mal anschauen. Nathan ist ein Ladenbesitzer, der unsere Sache unterstützt. Wir können nützliche Dinge zu einem reduzierten Preis bei ihm kaufen. Vieles ist heutzutage schwer zu finden. Deshalb ist es großartig, Nathan zu kennen. Ein Ladenbesitzer, der die richtigen Verbindungen hat und uns fast alles anbieten kann, oft sogar mit Rabatt. Bringt zufällige Ausrüstung. Man kann nie wissen, was man finden wird. Hoffentlich etwas Nützliches. Okay. Unterhändler und Geheimhaltung werden hier benötigt. National-konservativ ist hier schädlich. Das würde 10 Mark kosten. Bringt 1 bis 2 zufällige Ausrüstungsgegenstände. Das probieren wir doch direkt mal aus. Was haben wir denn hier? Medikamente kaufen? Wofür brauchen wir Medikamente? Der Unterstützer Benjamin Kuhn stellt uns einen Arzt in Wilmersdorf vor, der bereit ist, uns mit Medikamenten zu versorgen, ohne zu viele Fragen zu stellen. Bringt Medikamente, Materialien zur Behandlung von Wunden, Verletzungen, Infektionen und Alltagskrankheiten. Kann auch auf Mitglieder verwendet werden. Okay, Mitglieder können also verwundet werden, verletzt werden. Oh, das ist... Okay, was brauchen wir hier? Empathie und Bildung. Es bringt sowieso nur einmal Medizin. Egal, wie viele wir senden. Dann wäre das hier eine 50-50-Angelegenheit. Kostet auch nochmal 10 Mark. Oder... So, da ist... Okay, dann haben wir es sicher. Dann machen wir das mal vielleicht so. Geschäfte zu boykottieren nur aufgrund der Religion ihrer Inhaber, das ist primitiv. Ich bin froh, dass das deutsche Volk zu gut ist, um dieser hasserfüllten Propaganda zu folgen, meint Monika. Oh, Monika. Ja, die beiden hier hinzuschicken ist, glaube ich, zu gefährlich. Normales Risiko. Aber dadurch, dass sie bereits gesehen wurden, erhöht sich das natürlich massiv. Nein, das können wir leider nicht machen. Hier bräuchten wir 30 Mark, um diese Untersuchung durchzuführen. Dann sollten wir doch nochmal Spenden sammeln. Das kann der Werner perfekt machen. Was ist, wenn wir jetzt Kurt noch dazu tun? Das würde nochmal mehr Geld bringen, aber auch das Risiko erhöhen. Ne, dann machen wir das nicht. Das kann Werner machen, der Sozialdemokrat. Und wir haben noch Kurt über, den haben wir noch nicht zugewiesen. Tja, soll der nochmal Papier kaufen? Empathie hat er aber nicht viel. Arbeitern sprechen. Sein Propagandawert ist natürlich... Ja,
Er wurde auch gesehen. Vielleicht machen wir diese Runde auch einfach gar nichts mit ihm. Was haben wir hier? Eine Akademikerin treffen in Weißensee. Stadtteil mit den wenigsten Einwohnern Berlins. Dennoch versuchte Weißensee 1910 eigenes Stadtrecht zu erhalten. Und offenbar können wir hier Benzin bekommen und Informationen über die Nazis. Ilse Meier kennt eine Professorin in Weißensee, die möglicherweise bereit ist, uns zu helfen. Ja, Kurt. Kurt wäre auch recht erfolgreich, weil er selbst ein Ingenieur und damit Akademiker ist. Das würde also passen. Liberal wäre hier noch unterstützend. Und Jan meint gerade im Chat, ich solle ihn für eine Woche ins Versteck schicken. Ja, das würde uns natürlich auch Moral bringen. Das stimmt schon. Schwer zu sagen. Dann geht das wieder weg. Ja, oder? Also ein Punkt würde ja auch weggehen, wenn wir nicht im Versteck sind und mit ihm einfach gar nichts machen. Aber ich glaube, ich mache das jetzt. Die Akademikerin treffen, dass die Gefahr ist hier sehr gering. Und danach schicke ich die beiden dann ins Versteck, denn eventuell werden die ja auch gesehen. Genau, wir können auch noch in die Giraffe gehen, in die Bar, das Kabarett und ein bisschen zu undeutscher, in Anführungszeichen, Musik tanzen. Genau, da ist nur ein Punkt ist, denke ich, können wir das da riskieren? Der Stadtteil Weißensee wird momentan nicht übermäßig von der SA kontrolliert. Ja, wir werden das so versuchen. Und der Blick auf die Uhr sagt mir, dass ich aber diese Folge beenden sollte. Liebe Leute, die ihr das nachträglich auf YouTube schaut, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei bei diesem kleinen, aber sehr spannenden und wie ich finde auch sehr bedrückenden Spiel Through the Darkest of Times. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und bis dann, euer Jan.